Was sagen Sie dazu? Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der WBG, der größten deutschsprachigen Community für Wissen und Bildung. Mein Name ist Rebecca Reinhardt, ich bin Philosophin und stellvertretende Chefredakteurin der Zeitschrift Hohe Luft und mein Gast heute ist der Astrophysiker und Humanphilosoph Harald Lesch. Wie hilft Bildung uns jetzt weiter? Darüber wollen wir heute diskutieren. Wie hilft Bildung uns jetzt weiter? Das ist übrigens auch eine Frage, die ich gerade vor ein paar Tagen mit einer jungen Studentin diskutiert habe. Eine junge Frau, die jetzt überhaupt nicht mehr weiß in dieser Krise, wie es weitergeht, was sie jetzt anfangen soll mit ihrer ganzen Bildung, ihrer Ausbildung. Nun, da das Virus zunächst mal ihre ganzen Pläne für die Zukunft zerschossen hat. Und es war eine junge Frau, die aber auch in unserem Gespräch eine wunderbare Hoffnung formuliert hat. Sie hoffe, sagte sie mir, auf eine neue Welle der Liebe jetzt zwischen den Menschen untereinander und zueinander. Und genau darüber habe ich ziemlich lang nachgedacht und ehrlich gesagt tue ich es immer noch. Und dann denke ich mir, vielleicht denke ich zu viel. So, denken, typische Philosophenkrankheit. Vielleicht sollte ich mal ein bisschen weniger denken. Vielleicht sollte ich auch ein bisschen mehr hoffen und glauben. Harald Lesch, was haben Sie denn so in den letzten Tagen gedacht? Geglaubt und gehofft. Ja. Und wie ist das mit der Liebe? Ja. Also, mir sind ganz unterschiedliche Dinge passiert, also ganz unterschiedliche, ja, natürlich Leute auch begegnet, die mit der Krise auf völlig verschiedene Weise umgehen. Und die meisten sind tatsächlich erstmal jetzt so von der Art, wir wurschteln uns mal durch. Also wir wurschteln uns mal durch und dann gucken wir mal, dass wir hinterher wieder so einen Zustand erreichen, der sich wenigstens vergleichen lässt mit dem, was vorher war. Und dann gibt es so ein paar, und das sind, glaube ich, schon wirklich Idealisten, ich glaube, die junge Frau gehört auch dazu, die hoffen drauf, dass sich wirklich was richtig was ändert. Das sieht man natürlich aktuell, dass die Krise nicht für alle das Gleiche ist. Also das Virus mag ja sehr demokratisch alle anstecken, aber es kommt immer darauf an, unter welchen Bedingungen man dann diese Krankheit aushalten muss, mal abgesehen vom medizinischen Verlauf. Scheint es für diejenigen, die dann auch noch Angst davor haben müssen, dass sie ihren Job verlieren oder dass sie eben seit Wochen mit ihrer Familie in sehr kleinen Wohnungen zusammengesperrt sind. Das ist eine völlig andere Situation und deswegen glaube ich auch nicht, dass man von einem Wir sprechen kann, sondern es wird in verschiedenen Bereichen der Gesellschaft wird unterschiedliche Reaktionen auftreten und es wäre schön, wenn diejenigen, die die Gelegenheit hätten, also mehr zu geben im Sinne von Lieben, auch mehr solidarischer zu sein und nicht nur an sich zu denken, also gerade diejenigen, die besonders viel besitzen, wenn die sich tatsächlich nach und während dieser Krise jetzt natürlich auch schon vielleicht dessen besinnen würden, dass es einen Unterschied gibt zwischen Unabhängigkeit, also auf Englisch Independence und Interdependenz, also der Abhängigkeit von den anderen. Ich glaube, das ist momentan ein ganz wichtiger Punkt, den man lernen sollte, ganz früh lernen sollte. Und das ist ja auch durchaus eine der Grundthesen, wenn man sich fragt, wer ist denn ein gebildeter Mensch? Ein gebildeter Mensch weiß natürlich, dass er oder sie nicht allein auf der Welt ist, sondern mit anderen zusammenlebt und auch von anderen abhängig ist. Und ich glaube, diese Abhängigkeiten, die werden momentan sehr deutlich. Und wenn wir das positiv wenden, dann könnte aus dieser Krise was richtig Gutes werden. Das klingt super, ja, eine Interdependenz der Gesellschaft, der liberalen Demokratie, der Bürger einer liberalen Demokratie. Was wir aber jetzt aktuell, in der aktuellen Phase von Corona, der Corona-Entwicklung ja sehen, ist eher so eine, ja, ein Auseinanderdriften, vielleicht fast schon eine Spaltung. Also ich nehme das jedenfalls so wahr. Auf der einen Seite sehen wir sehr viel Emotion, sehr viel Hitze. Menschen haben Angst, die sind schlicht verzweifelt, ja, wie Sie sagen, teilweise auch aus objektiv absolut nachvollziehbaren Gründen, ja. Ja. Die häusliche Situation, der Jobsituation, die sind verzweifelt, sie verstehen nicht, ja, sie sind skeptisch, manche glauben an Verschwörungen, so, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wiederum haben wir da die Ebene der Erklärungen. Es wird sehr viel erklärt, es wird die ganze Zeit erklärt, es wird in Echtzeit erklärt, aber diese Ebene, die ist im Unterschied zu dieser anderen Sphäre nicht warm oder nicht heiß, sondern eher kalt. Ja? Man hört viele Zahlen, ja, viele zusammengesetzte Substantiva, viele Latinismen. Es wird viel erklärt, aber
Es scheint da ja irgendwie so ein Vermittlungsproblem zu geben. Sie, Herr Lesch, Sie haben einen enorm wichtigen Beitrag geleistet, ja, dafür, wie man Wissenschaft vermittelt an ein großes Publikum. Was mich wirklich interessieren würde, was würden Sie sagen, wie könnte man die Wissensvermittlung jetzt in dieser Situation besser machen? Zunächst mal würde ich nicht unbedingt von der Spaltung der Gesellschaft sprechen. Wir nehmen natürlich medial vor allen Dingen diejenigen wahr, die sich auf die Plätze stellen und dann rumdrüllen und teilweise wirklich absurde Verschwörungstheorien da verbreiten und das auch im Netz entsprechend tun. Aber in Wirklichkeit ist ein erheblicher Teil der Gesellschaft, ich würde sagen weit über 80%, vielleicht sogar noch größer, macht ja das, was gemacht werden muss, nämlich die Masken aufziehen, Distanz zu behalten, zu wahren und all die ganzen Maßnahmen, die eingefordert werden von Politik auf Ratschläge der Virologen und Epidemiologinnen und so weiter, das funktioniert ja tadellos. Da kann man durch Deutschland fahren und kann sich das angucken. Und selbst da, wo massiv protestiert wird, ob es nun in Stuttgart ist oder wo auch immer, die Leute verhalten sich ganz normal. Außerhalb dieser Demonstrationsflächen verhalten die sich ganz normal überall. Und es herrscht eigentlich eher so eine, wie soll ich sagen, gespannte Ruhe, wie die Lockerungsmaßnahmen in Zukunft weitergehen werden und so weiter. Nichtsdestoweniger, Sie haben völlig recht, es gibt natürlich ein riesen Kommunikationsproblem, in diesem Fall ganz besonders, weil etwas passiert, was wir normalerweise gar nicht gewohnt sind, nämlich Wissenschaft dabei zu begleiten, wie die ihre Erkenntnisse gewinnen. Normalerweise werden diese wissenschaftlichen Erkenntnisse nach einem längeren Innergruppendiskurs, also wenn diese ganzen Leute, die an irgendeinem Thema beteiligt sind, sich per Fachpublikationen, Konferenzen und so weiter auf sowas geeinigt haben, wie was ist denn jetzt eigentlich die Arbeitstheorie, mit der wir weiterarbeiten. Und diese Theorien oder die entsprechenden Vergleiche zwischen den Beobachtungen und den Modellen, den Hypothesen und so weiter, das wird dann der Öffentlichkeit nach einer Weile in einer Art verdauten Sprache so präsentiert, dass Menschen, die jetzt nicht jeden Tag mit diesem Thema zu tun haben, was damit anfangen können. Jetzt aktuell ist es ganz anders. Jetzt können wir praktisch jeden Tag, kriegen wir mit, was sich innerhalb von so einem wissenschaftlichen Diskurs alles an Veränderungen ergeben kann. Und die Gesellschaft ist verunsichert. Wie jetzt? Gestern war es so, heute ist es so. Also jetzt nicht im sprichwörtlichen Sinne gemeint. Das hat sich natürlich nicht von einem Tag auf den anderen geändert, aber durch die neuen Daten gab es auch neue Positionen. Und zwar derjenigen, die gestern oder vor zwei oder drei Wochen noch was ganz anderes gesagt haben. Ich erinnere nur daran, wie das mit den Masken ist, dass wir heute Masken tragen. Das wäre vor einigen Wochen, wäre das noch völlig undenkbar gewesen, weil alle offiziellen Institutionen haben gesagt, das bringt gar nichts. Was einem, also sagen wir mal, der gesunde Menschenverstand hätte einem gesagt, das muss doch eigentlich was bringen, denn die Leute, die zum Beispiel in Krankenhäusern arbeiten, die haben ja auch immer Masken auf. Bis dann der Turnaround kam, es geht nicht darum, dass man sich selber mit den Masken schützt, sondern dass man die anderen vor sich schützt, falls man irgendwie infiziert ist. Und daran sieht man, diese ganzen Dinge, also diese Wendungen und Windungen in diesem Erkenntnisprozess, die muss man natürlich möglichst erklärend begleiten, um den Menschen, also denjenigen, die nichts mit diesen medizinischen oder anderen wissenschaftlichen Themen zu tun haben, dass die nicht denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die wissen ja auch nicht, wie es weitergeht. Und das bedeutet aber vor allen Dingen, dass man auf eine Eigenschaft von uns zurückkommen muss, die gar nicht wissenschaftlich ist oder die auch gar nicht kommunikationsmäßig so wichtig ist, sondern Geduld und Großzügigkeit. Also es sind also zwei Eigenschaften. Also warte mal einen Moment. Also bevor du jetzt gleich wieder anfängst, da reinzugehen, warte mal einen Moment. Ja? Also ich musste erst mal erklären. Das heißt aber, unser Umgang mit Zeit, den wir ja im normalen Leben wirklich, der ist ja enorm beschleunigt und so weiter. Dieser Umgang mit Zeit, der wird jetzt in der Krise ja sowieso schon provoziert dadurch, dass dieses Virus uns praktisch festhält. Aber sogar bei dem Begleiten dieser wissenschaftlichen Prozesse und dem Verstehen der wissenschaftlichen Prozesse müssen wir auf einmal etwas tun, was uns eigentlich überhaupt nicht mehr liegt, nämlich ich muss mir Zeit lassen, manche Dinge muss ich auch zweimal lesen, damit ich sie verstehen kann. Das heißt, die Kommunikation ist jetzt an erster Stelle so eine Metakommunikation. Achtung, jetzt passiert was, was du nicht gewöhnt bist. Also wundere dich nicht, dass du nicht gleich alles verstehst, aber hör mal ein bisschen zu, nach einer Weile wirst du verstehen, worum es geht. Das macht total Sinn natürlich, was Sie sagen, aber noch schöner wäre es natürlich, wenn ja diese Art von Geduld, von Großzügigkeit, von Zuhören, ja, im Dialog über Phänomene unserer Zeit noch früher beginnen könnte, nämlich in der Schule, ja, wenn wir eine andere Form möglicherweise von Bildung hätten, von Lehre und Lernen. Sie haben ein wunderschönes Buch gemeinsam mit Ursula Forstner geschrieben, mit dem schlichten Titel Bildung, und mir hat dieses Buch vor allen Dingen so gut gefallen, weil es schon mal beginnt,
beginnt mit lauter Ausrufezeichen. Ja? Diese Ausrufezeichen, ja, die sind sozusagen das performative Enactment einer neuen Art von Lebendigkeit, ja, des institutionellen Lernens. Und es sprüht vor Leidenschaft. Es ist auch in einer dialogischen Form gehalten. Und jetzt kommt's. Das Interessante an diesem Buch ist, dass der Protagonist dieses Buches, mit dem Sie und Ihre Co-Autorin Frau Forstner sich unterhalten, ist Alfred North Whitehead. Das ist ein Mann, den hier viele sicherlich nicht kennen. Es ist ein absoluter Nonkonformist aus diesem schillernden 19. Jahrhundert, ein Brite. Warum Alfred North Whitehead? Ach, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Es ist, also ich fange mal an der Ecke an, wo man vielleicht normalerweise Philosophen nicht drüber einschätzt. Er war ein Menschenfreund. Also keiner, der jetzt irgendwie den Stab über Gesellschaften oder Gruppen gebrochen hat, sondern der sich bemüht hat, in seinen Vorlesungen ist es ihm nicht immer gelungen, die waren sehr unverständlich. Aber in den persönlichen Gesprächen muss das eine Wonne gewesen sein, mit ihm über die Welt zu sprechen. Einer, der wirklich genau diese großzügige Geduld hatte, immer und immer wieder anzulaufen und es immer wieder auszuprobieren. Und vor allen Dingen, was Ursula Forstner und mich so an ihm begeistert, ist, Whitehead ist der große Prozessmetaphysiker. Das heißt, das klingt jetzt so abgehoben, Gottes Willen, Metaphysiker, das ist ja wahnsinnig. Whitehead erkennt an, dass davor schon was ist. Und er erkennt auch an, dass danach noch was sein wird. Das heißt, er ist keiner dieser Typen, die jetzt hier so eingemeißelt irgendwelche ultrafesten Thesen da produzieren, sondern sagt, nein, zu dem Sein gehört das dazu, dass wir auf der einen Seite haben wir die Gesetze und die finden wir in den empirischen Wissenschaften in allen möglichen Facetten, ob es nur die Physik, die Biologie, aber auch selbst in der Soziologie und so weiter. Überall gibt es offenbar Regeln, wie Gruppen sich verhalten, wie Macht verteilt wird und so weiter und so weiter und wie die Natur funktioniert. Und aber auf der anderen Seite gibt es eben die Bedingungen, unter denen das stattfindet. Und das ist der Tatsachengehalt der Welt. Und mit Hilfe dieser Mischung muss es gelingen, eben tatsächlich die Zeit, und das war unser erstes Buch, was wir geschrieben haben, die Ursula und ich, auch wieder mit Whitehead, die Zeit sozusagen als den Parameter zu nehmen, entlang dem wir all diese Verläufe immer wieder aufs Neue philosophisch behandeln können. Und damit wird natürlich auch klar, dass zum Beispiel sein Bildungsanspruch immer einer ist, wo kommt denn jemand her? Also wenn jemand in die Schule kommt, ein Kind, ein Jugendlicher, was haben die erlebt? Und jetzt kommt es darauf an, die mit diesem Korpus des zu Wissenden oder möglicherweise zu Wissenden so in Kontakt zu bringen, dass die dranbleiben. Und eine der schönsten Dinge, die wir in dem Buch da beschreiben und wo ich also weiterhin unglaublich dankbar dafür bin, ist sein Begriff der romantischen Phase. Dass also, wenn so ein Phänomen auftaucht, und du weißt nicht, was es ist. Du staunst noch. Und meine Aristoteles Metaphysik lässt grüßen. Das Staunen steht eben da am Anfang. Du staunst und du hältst dieses Staunen aufrecht. Du guckst nochmal und du versuchst es zusammenzubringen, schon mal so einen ersten Zusammenhang zu finden. Und diese Romantik, das ist eben genau das, was dahinter steckt, dass jemand fest davon überzeugt ist, da kommt noch was, da passiert was. Da ist ein Potenzial. Und zwar ein Potenzial in der Welt und es ist ein Potenzial in den Menschen. Und gerade in der Schule, das ist ja praktisch der Ort, wo all diese Potenziale erstmal wahrgenommen werden müssen, von den Schülern am besten selber, aber auch von denjenigen, die unterrichten. Aber dann auch zu gucken, wie kriegen wir die zum Blühen? Ja? Wie kriegen wir die dazu, dass sie gedeihen, dass sie werden und dass sie vor allen Dingen auch nicht der Meinung sind, so, das ist jetzt erledigt, das Thema, jetzt kann ich das wieder vergessen, sondern dass sie dranbleiben. Das hat Ursula Forstner und mich immer an Whitehead am meisten begeistert. Das ist nämlich ein nach vorne ist. Es ist eine sehr lösungsorientierte Philosophie, die immer wieder davon ausgeht, dass neben den Substanzen in der Welt vor allen Dingen diese Prozesshaftigkeit da ist. Dass Dinge sich miteinander in Wechselwirkung treten und dass sie gar nicht anders können, als in Wechselwirkung zu treten. Ich glaube, wenn Whitehead heute leben würde, der wäre vor allen Dingen unterwegs mit Leuten, die sich damit beschäftigen, was passiert mit uns eigentlich, nachdem wir 4 Stunden oder eine Stunde in einem Raum gesessen haben, jetzt kommt jemand rein, eine zweite Person. Was passiert mit uns? Nehmen wir die an, also nicht nur wahrnehmen, sondern was passiert da mit uns? Und diese Dialogsituation gegenüber der Natur, gegenüber sich selber vielleicht auch, nämlich selbst zu reflektieren und das positiv zu nehmen, eigentlich fast schon im Sinne von dem Ihnen bereits angesprochenen Glaube, Hoffnung und Liebe, also dem Korintherbrief, das hat uns sehr begeistert und zugleich, das muss man einfach sehen, Weizen hat
richtig Ahnung gehabt. Aber wären Sie dann auch massiv für einen Paradigmenwechsel in Bildung, in Schule, in Universitäten? Also ich meine, es geht ja auch darum in dem Buch, dass Sie jetzt nicht nur die Schüler meinen, ja, Sie meinen die Lehrer, Sie meinen die Eltern. Also das Schöne ist ja, Alfred North Whitehead, einer seiner tollsten Thesen, also die mich persönlich begeistert haben, es gibt eigentlich nur ein Fach, sagt er, ja, jenseits auch aller Interdisziplinarität, oder das ist dieses Fach, das eigentlich alle Disziplinen vereint, nämlich das Leben. Und das Leben hört nicht auf. Das Leben war schon vor uns, das Leben geht nach uns weiter. Es ist jetzt, Leben ist jetzt. Und diese Art, ja, wenn wir jetzt mal schauen, wie ist es denn aktuell in der Lehre, in der Forschung, in der Schule? Es fängt ja schon alle, fängt ja schon an. Alles ist in Zahlen, es ist ein riesiger Zeitdruck. Da ist nichts mit Zauber, mit Staunen, mit Romantik, mit Universalpoesie. Da gibt es Ratings, da gibt es Rankings. Ja, wenn ich nicht aufpasse, falle ich durch. Also was wäre die Konsequenz, die Sie daraus ziehen würden? Also zunächst einmal, es ist ja nicht so, dass diese Ratings und Rankings, dass das ein Naturgesetz ist. Sondern wir haben uns aus unerfindlichen Gründen ja selber da reingebracht. Wir haben uns auf einmal in ein Hundewettrennen hineingestellt, obwohl es gar nicht nötig gewesen wäre. Wir hätten weiterhin auf der Tribüne bleiben können und hätten uns die Figuren, die da rumrennen, hätten wir uns von der Tribüne aus angucken können. So nach dem Motto, mein Gott, sind die doof. Die hätten doch, ja, die müssten doch sehen, dass die Wurst wieder zurückkommen. Die können doch einfach vorne sitzen bleiben. Warum rennen die denn der Wurst hinterher? Aber nein, wir haben uns auf merkwürdige Weise in diesen quantitativen Zirkus hineinbegeben und das ja auf allen Ebenen. Wir sind ja natürlich auch Kinder unserer Zeit, des jeweiligen Zeitgeistes, und diese quantitative Erfassung von allem, das hat ja durchaus eine gewisse Tradition. Das kommt aus dem angloamerikanischen Bereich, alles Mögliche in solchen Tabellen einzufliedern und auch diese Rating-Geschichten, also AAA und BBB und was weiß ich noch alles. Und dass man dann auch wieder mit dem Platz verlieren kann, damit man also bloß weitermacht. Wenn man also jetzt einmal abgestiegen ist, dann muss man gleich wieder hoch. Nur auf der Suche nach der Wahrheit gibt es ja keine Bundesliga-Ergebnisse. Ne? Also was will man denn da machen? Auf der Suche nach der Wahrheit, da gibt es keine deutsche Meisterschaft, die man erreicht am Ende der Saison. Und im nächsten Jahr geht es wieder weiter. Sondern die Suche nach Wahrheit, die Suche nach sich selber, ist ja eine möglicherweise lebenslange Erfahrung, mit der man zu tun hat. Und da stimmt das einfach nicht, dieses Einkatalogisieren. Und ich denke, das humanistische Bildungsideal zum Beispiel aus alten Zeiten, das passt im Grunde viel besser zu uns, weil es viel qualitativer ist als diese reine Hinwendung hin zu irgendwelchen Zahlenfächern. Aber man muss natürlich auf der anderen Seite schlicht zur Kenntnis nehmen, dass ja außerhalb der Schule was stattfindet. Das haben wir ja gerade, ja, also der Begriff des Lebens bei Whitehead beinhaltet ja eben auch das Außerhalb davon. Und das Merkwürdige ist ja, die Schule bereitet gar nicht auf Leben vor, sondern die hat sich in einer gewissen Weise auch abgekoppelt und entkoppelt von dem, was da draußen für die Jugendlichen irgendwie mal von Wichtigkeit wird, sondern ab und zu oder bei sehr, sehr vielen Fächern tritt eine sehr hohe Künstlichkeit auf, eine sehr hohe Abstraktion, was letztlich daran liegt, dass die Lehrerinnen und Lehrer bei uns nicht so ausgebildet werden, wie sie eigentlich ausgebildet werden müssten. Sie müssten nämlich sehr, sehr früh mit der Situation in der Schule sich bekannt machen können, müssten auch feststellen, bin ich überhaupt der Richtige oder die Richtige dafür. Stattdessen haben wir eine Lehrerausbildung, die in vielen Fächern total überwissenschaftlich ist. Also man könnte, also jetzt mal für die Fächer Physik und Mathematik, für die ich stehe, aber auch für Philosophie, würde ich sagen, da gibt es eine bestimmte Menge an Inhalt, die muss jemand können. Und wir haben ja in dem Buch auch mal festgestellt, worum es uns da geht, nämlich, dass man manche Dinge einfach richtig gut können muss, und zwar Lesen, Schreiben und Rechnen. Das muss man richtig gut können. Nicht nur ein bisschen, sondern auch nicht kompetent, sondern das muss man richtig können. Also gut, richtig, ordentlich können. Ein paar Sprachen lernen dazu ist wichtig, aber diese grundlegenden Fertigkeiten muss man können, um damit dann eben sich weiterzubilden und sich immer weiter und weiter dann auch zu entwickeln. Was wir allerdings haben jetzt, ist, wir haben eine Unmenge an Fächern, die teilweise in einer ungeheuren Geschwindigkeit über die Schüler herfallen und dann wieder verschwinden. Und damit eben fast nichts oder vieles nicht hängen bleibt. Zumal natürlich inzwischen mit Hilfe des Mediums Internet immer der Eindruck entsteht, ich muss das auch gar nicht mehr behalten und ich muss es auch hier oben gar nicht in irgendeiner Art von Zusammenhang bringen, weil ich kann ja bei einem Lexikon, dessen Name nicht genannt werden muss, kann ich ja einfach nachgucken, wenn ich irgendwas wissen will. Und damit wird natürlich das Gehirn hier oben als Organ auch gar nicht mehr genügend trainiert. Es wird weder trainiert in der Tiefe, das heißt damit, dass ich wirklich gewisse Fähigkeiten, intellektuelle Fähigkeiten wie Lesen, Schreiben und Rechnen so gut kann, dass ich jeden Text lesen kann, zumindest in meiner Muttersprache, dass ich jeden Text auch schreiben kann und dass ich auch
in der Lage bin, mit meinem Gehirn Überschlagsrechnungen zu machen, Prozentzahlen abzuschätzen und so ungefähr Einschätzungen machen zu können, ohne dass ich jetzt gleich auf besondere Eigenschaften da hinaus will. Denn das würde die Gelegenheit geben, sich tatsächlich mit Hilfe dieser drei Fähigkeiten, sich ständig mit Aktuellem zu beschäftigen. Das, was mir in der Schule zu kurz kommt, ist das, was gerade um die Schule herum passiert. Das, was die Kinder außerhalb der Schule auch erleben. Da kommen irgendwelche Nachrichten an sie heran, sie können sie nicht einschätzen. Stattdessen wird im Unterricht irgendwas gemacht, was vor 2.500 Jahren passiert ist. Die Kunst der Pädagoginnen und Pädagogen ist ja, das eine zu tun, ohne das andere zu lassen. Also diese aktuellen Bezüge herzustellen aus dem, was jetzt gerade passiert, aber es mit dem zu verbinden, was in dem jeweiligen Unterricht gerade dran ist. Das ist eigentlich die Kunst. Und natürlich, das kann man immer wieder fordern aufs Neue, und die Lehrerinnen und Lehrer werden dann sagen, aber da habe ich schlicht nicht genug Zeit dafür. Ich muss ja und so weiter. Und da sieht man natürlich, was für ein Problem man hat, wenn man die falschen Randbedingungen setzt. Die Schulministerien sollten den Schulen einfach viel mehr Freiheit lassen. Der Satz ist weder von Whitehead noch von mir, der stammt von finnischen Lehrerinnen und Lehrern. In Finnland ist es nämlich so, dass die Schule entscheidet, was mit ihren Kindern passiert und nicht das Ministerium oder ein Schulrat. Sondern jede Schule entscheidet für sich, wie das zu gehen hat. Die haben natürlich Rahmenbedingungen, in denen das ablaufen muss. Aber was dann tatsächlich in der Schule passiert, das entscheiden die Lehrerinnen und Lehrer vor Ort. Das ist natürlich toll. Bei uns gibt es da stattdessen so eine Wörter, wirklich Order, der Mufti von oben nach unten. Wir haben einen Lehrplan, der dann unbedingt einzuhalten ist. Es gibt ein paar Freiräume, die auch von ein paar Lehrern benutzt werden. Aber in Wirklichkeit wäre es wichtig, Schule in Freiheit zu entlassen. Also dass der Staat, dass die Gesellschaft dem Staat sagt, bitte entlass die Schulen in die Freiheit und lass sie mit den Kindern so umgehen, wie es jeweils notwendig ist. Und dann wäre vieles möglich, auch insbesondere die Verbindung von Schule in das Land, in dem diese Schulen stattfinden. Ja, das klingt sehr gut. Also ich denke mir immer, also ich wäre absolut wünschenswert, ein Traum geradezu. Also ich denke mir immer, man spürt eben sehr stark, dass bei uns das Schule schon auch das universitäre System einfach auch von den ganzen ökonomischen Imperativen durchdrungen ist. Also so wie eben wir insgesamt auch in der Wirtschaft dieses Just-in-Time-System haben. Ja? Also das jetzt natürlich durch Corona vollkommen massiv erschüttert wurde. Ja, jetzt ganz schnell lernen, alles lernen, sonst falle ich durch, sonst verliere ich ein Jahr. Um Gottes Willen, nicht ein Jahr verliere, ich verliere es. Allein schon das Wort verlieren. So. Und jetzt wäre doch eigentlich die Aufgabe, und das denke ich auch, das würde eben Whitehead auch so aktuell machen, ja, einen anderen Begriff von Zeitlichkeit zu kriegen, aber eben auch einen neuen Begriff eben auch der Ressourcenorientierung, also von just in time zu just in case zu kommen, ja. Dass ich nicht mein Handy nur immer haben muss als Extension meiner selbst, ja, sondern falls die Klimaerwärmung steigt, ja, irgendwann machen auch die Geräte nicht mehr mit, aber ich habe meine eigene Hardware und ich kann denken und ich kann diesen Zauber erschaffen. Ja, da haben Sie völlig recht. Also es wäre natürlich eine große Sache, wenn man das lernen würde. Also diese Just-in-Time-Geschichte, das ist ja ein Ausdruck für die enorme Beschleunigung aller möglichen Vorgänge. Ich habe zum Beispiel früher immer gedacht, dass Just-in-Time gäbe es nur auf Deutschlands Autobahnen. Also dass eben vor allen Dingen ist über diese LKWs da, ne, dass die also da die Lagerbestände praktisch auf 4 Rädern haben oder auf 8. Nee, ich habe dann gelernt, das gilt für den gesamten Handelsverkehr auf der Welt, also auch den Containerverkehr über die großen Schiffe auf den Weltmeeren. Das sind alles Just-in-Time-Konzepte. Und das wurde früher mal von Hans Eichel, einem ehemaligen deutschen Finanzminister, genannt, auf Kante genäht. Das heißt, da darf nichts schiefgehen. Das muss genau so funktionieren, wenn da auch nur ein bisschen Verzögerung ist. Es ist eben nicht das drin, wo man sagen würde, passt, wackelt und hat Luft. Sondern es ist genau passend. Wenn sich da ein bisschen was verändert, brechen die Lieferketten zusammen. Man hat das ja vorher schon immer gemerkt, wenn irgendwo eine Gruppe auf der Welt gestreikt hat, die irgendwelche Details produziert haben, dann sind ganze Produktionsketten zusammengebrochen. Aber jetzt erleben wir eben noch was ganz anderes, nämlich, dass im Grunde diese ganze Ideologie des Just-in-Times wird in Frage gestellt. Und man sieht natürlich daran auch schon den Wahnsinn. Also ich finde es ja immer interessant, es werden Philosophen interviewt, Physiker, Astronomen, alles Mögliche. Aber die wahren Herrscherinnen und Herrscher dieser Welt sind die Betriebswirte und Betriebswirte. Das sind die Leute, die wirklich sagen, wo es lang geht. Also noch nicht mal die Volkswirte. Das sind dann nette Leute, die werden dann immer in irgendwelche Runden eingeladen und die sollen dann sagen, wieso die Volkswirtschaften funktionieren. Aber diejenigen, die Tag für Tag bestimmen, wo es lang geht, sind die Betriebswirte.
mit ihren Excel-Dateien, PowerPoint-Präsentationen und so weiter und so weiter. Die üben den Druck aus auf die Produktion, auf diejenigen, die innerhalb von der Firma irgendwas machen, die immer wieder, die machen Vorgaben. Und denen ist es offenbar völlig egal teilweise, wo diese Vorgaben herkommen, ob nur diese Zahlen erfüllt werden oder nicht, sondern sie sagen einfach, wo es lang geht. Wir erwarten am Anfang des Jahres, bringen wir einen bestimmten Erwartungswert und dann müssen alle zusehen, dass sie ihre Bedingungen, ihre Arbeitsbedingungen, ihre Ergebnisse dahin bringen, dass das genau erreicht wird. Und zwar auch dann, wenn alle wissen, das kann überhaupt nicht funktionieren, das geht überhaupt nicht. Es sei denn, wir entlassen Leute, das können wir aber eigentlich nicht, weil wir haben genug Arbeit. Gut, das ist jetzt ein Satz aus der Zeit vor der Corona-Krise. Aber im Grunde genommen ist es diese totale, wir nennen es Ökonomisierung, aber es ist eben keine allgemeine Ökonomisierung, es ist eine betriebswirtschaftliche Ökonomisierung. Das heißt, es wird auf einen unmittelbaren, sehr, sehr begrenzten Vorteil abgestellt. Es wird nicht geguckt, ist denn das, was jetzt hier passiert, für das Gesamte, also für das Wohl zum Beispiel einer Gesellschaft wie Deutschland oder Europa das Richtige. Nein, es werden extrem enge Grenzen werden abgesteckt und innerhalb dem werden diese Bonus- und Malus-Situationen betrachtet. Und anstatt danach zu schauen, was brauchen wir denn für Leute, was brauchen wir in Deutschland für Menschen? Ja? Und wir brauchen vor allen Dingen natürlich Menschen, die, und das ist ja auch irre, dass man, wenn ich das an der Stelle mal mache, da kann ich mal einen ganz kleinen winzig Ausflug wo ganz anders hin. Das ist mir nämlich ganz am Anfang dieser Epidemie zum ersten Mal begegnet, diesem Punkt, dass diese Ökonomisierung eine Voraussetzung hat, nämlich die Bedingung der Möglichkeit, überhaupt Ökonomie zu vollziehen, ist, dass die Konsumenten gesund sind. Das bedeutet, die Wirtschaft muss ein großes Interesse daran haben, es mit gesunden Menschen zu tun. Zu Gesundheit gehört auch ein Gesundheitssystem. Also müsste die Wirtschaft auch ein großes Interesse daran haben, dass unser Gesundheitssystem richtig gut ausgerüstet ist. Und zwar mit Menschen, mit Geld, mit Gerät, mit allem, was nötig ist. Aber was wir stattdessen jetzt hören, zum Beispiel im Nachgang dieser ersten 2-3 Monate Epidemie oder Pandemie in Deutschland ist, wo kriegen wir denn das Geld her? Aha, wir haben Geldwascheinrichtungen in Deutschland. Wir haben große Unternehmen, die ihre steuerliche Position optimieren, und zwar wann immer sie können. Dabei müssen gerade diejenigen, transnationale Konzerne, müssen ein enormes Interesse daran haben, dass möglichst viele Menschen auf diesem Planeten gesund bleiben, weil nur die kaufen. Aber dieser elementare Zusammenhang zwischen der Perspektive, also der Zukunft, und dem Konsumverhalten von Menschen scheint für viele dieser Unternehmen völlig irrelevant zu sein. Stattdessen gucken sie auf sich, wo kriegen wir die Rendite her für unsere Shareholder? Das ist, und daran sieht man, wie irre das alles ist, nämlich wie viel Ego-Shooting inzwischen dabei entstanden ist und wie wenig, bin ich wieder bei der jungen Dame, von der Sie am Anfang gesprochen haben, wie wenig Liebe in dem Sinne von, aha, ich gebe da mal was raus, weil es auch für mich besser ist. Es ist einfach für, also ganz uneigennützig, diese Solidarität. Und das wäre natürlich in allen Bereichen, von denen wir bis jetzt gesprochen haben, sozusagen die grundlegende Änderung. Das ist das Paradigma der Moderne. Es geht nämlich ums Geld für die Shareholder. Like it or not, our only objective is to defend the interest of the shareholder. Das würde einiges verlangen, ja, von dem Menschen in dieser betriebswirtschaftlich sozusagen durchgetakteten Welt eben auch wegzukommen von diesem antizipatorischen Denken. Mhm. Ja. Das ist ja eine sehr arme Form der Zeitlichkeit. Ja. Ich möchte gerne an dieser Stelle, nachdem das Konzept dieses Podcasts auch ist, Dialog, Wissensdialog ist nicht Einfalt oder sollte nicht auf Einfalt gebaut sein, sondern auf Vielfalt, möchte ich gerne noch eine dritte Stimme in unser Gespräch reinbringen. Und zwar eine Frage von einem WBG-Mitglied, das ist der Herr Peter Matthews aus Hamburg. Und würde sehr gerne von Ihnen, Harald Lesch, wissen, ab wann wird denn eigentlich aus Wissen Bildung? Ja, das ist stark. Also erstmal, es wird ja immer von der Wissensgesellschaft gesprochen, nur dass wir das mal so richtig dann vom Grund auf machen. Wir sind meiner Meinung nach in einer Informationsgesellschaft. Es treten unglaublich viele Informationen an uns heran. Und die Frage ist, wann wird denn das in uns zu wissen? Es wird in uns zu wissen, wenn wir beginnen können, diese Informationen in einen Zusammenhang zu stellen, aus denen heraus diese Informationen nicht gekommen sind. Also wir kriegen eine Information über bestimmten, und jetzt auf einmal passiert in uns etwas, aha, das gehört ja dahin, das ist ja damit verbunden und diese Information erklärt mir das.
Und dann habe ich, und dann beginnt, also der Mensch ist sozusagen der Reaktor, in dem Information zu Wissen wird. Und jetzt ist es die Frage, wann wird aus diesem Wissen Bildung? Und wieder kann man praktisch die gleiche Antwort geben, wenn ich das, was ich weiß, nicht nur für das verwende, für das ich es mal gewusst habe, sondern beginne, das in einen anderen Zusammenhang zu stellen und meinen Verstand zu benutzen, innerlich, vielleicht eine innerliche Spekulation anzustellen, also zu spekulieren, viel mehr darüber nach, also darüber nachzudenken, könnte, also spekulieren im Sinne von zum Konjunktiven, da könnte ja was sein. Ja? Und ich glaube, Wissen wird dann zur Bildung, wenn es gelingt, in einem selber eine intellektuelle Vielfalt daraus zu entwickeln. Also was ich für eine ganz wichtige Eigenschaft von einem gebildeten Menschen halte, ist die Fähigkeit, sich mal von außen zu betrachten und sich zum Beispiel die Frage zu stellen, warum mache ich das? Also nicht nur zu machen, sondern auch sich zu fragen, warum mache ich das eigentlich so? Also wenigstens einmal in der Woche sollte man mal so einen Moment haben, wo man sich mal zurückzieht und was ist denn jetzt eigentlich hier die Woche passiert? Da habe ich mich doch wieder treiben lassen. Warum habe ich mich denn treiben lassen und warum habe ich das gemacht und so weiter? Also das ist für mich, das heißt, nämlich rauszugehen von dieser Kulisse, in der man sich selber als Persönlichkeit bewegt, mit all den ganzen Wissensschubladen, die man zur Verfügung hat, wieso bin ich eigentlich so gierig drauf, jeden Tag immer wieder unbedingt ständig alle Schlagzeilen von irgendeiner Zeitung mitzubringen? Wieso kann ich nicht warten und kann sagen, komm, wenn ich das abends mitkriege, dann reicht das immer noch. Warum muss ich die ganze Zeit online sein? Also auch hier wieder so dieses Just-in-Time. Wieso? Also, und ich glaube, dass in dieser Situation aktuell in der Krise vielen Leuten auf einmal die Gelegenheit gegeben ist, sich tatsächlich mal von außen zu betrachten. Was habe ich da jetzt eigentlich gemacht? Ja. Ich habe mich gestern Abend mit einem Kollegen darüber unterhalten, der sagte auch, naja, es begegnen ihm immer mehr in seiner Umgebung, die mal angefangen haben, sich zu fragen, soll ich eigentlich noch so weitermachen wie vorher oder nicht? Das betrifft, wie ich ja am Anfang schon sagte, das betrifft jetzt nicht alle Menschen, aber diejenigen, die Gelegenheit haben, sowas tun zu können, die tun es auch. Oder viele davon. Also es wird, für mich fängt es dann an, in Bildung überzugehen, wenn ich A, nicht mehr direkt unbedingt darüber nachdenken muss, sondern ich es einfach weiß und ich es verwenden kann, um in meinem Leben zu improvisieren. Also mit einer Herausforderung so umzugehen, dass das Wissen dann da reinkommt und es in einem ganz anderen Bereich wieder verwendet wird. Das erinnert mich jetzt auch, was Sie gerade sagen, so ein bisschen auch an einen anderen Punkt, den Whitehead in Ihrem Buch Bildung macht. Nämlich stellt er ja auch diesem sozusagen dem Leben als solchem, als einem zyklischen, als einem rhythmischen Prozess, das Maschinelle gegenüber. Also es würde bedingen, was Sie jetzt auch sagen, so verstehe ich es jedenfalls, dass man eben sich selbst nicht mehr als eine Lernmaschine, ja, als eine Funktioniermaschine begreift, sondern als ein Teil des Lebens, der das universell pulst, der das eben einen Rhythmus hat und das voller Zufälle ist und voller Wunder und Schönheiten und wo es sowas geben kann wie Liebe und Herzensbildung und solche Sachen, ja. Wir sind fast am Ende. Ich möchte gerne mit einer allerletzten Frage antworten und würde Sie bitten, die Frage ganz kurz zu beantworten, also eine Art Gedankenexperiment. Wenn Sie, Harald Lesch, jetzt im Frühjahr, Sommer 2020 nochmal 20 wären, was würden Sie tun? Ich würde erneuerbare Energien studieren. Okay, danke. Ich möchte gerne an Sie diese Frage weitergeben und ich würde mich wahnsinnig freuen, was würden Sie tun, wenn Sie im Jahr 2020, im Frühjahr, Sommer 2020 nochmal 20 wären, wenn Sie darüber mir schreiben auf der Facebook-Seite der WBG, wenn Sie an uns schreiben, wenn Sie kommentieren dazu, denn ich denke, wir sind uns alle einig, Harald Lesch, Alfred North Whitehead und auch ich, Ihr Host, Bildung sollte Dialog sein, sollte Vielfalt sein. Und in diesem Sinne freue ich mich, wenn Sie an unserem Gespräch, an dem unendlichen prozesshaften Gespräch von Bildung und Wissen teilnehmen und es weiterführen. Was sagen Sie dazu?